Hey, ich bin Let's Play und ich begrüße euch zu einer neuen Folge zu OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Heute wieder auf der Wien-Karte zusammen mit diesem niegelnagelneuen Mercedes-Benz C2. Und zwar ist da auch was Besonderes dabei. Jetzt ist es da. Das ist ein Bus der neuesten Generation, glaube ich sogar. Also von den Veterinären auf alle Fälle. Ich weiß jetzt nicht, ob es von Mercedes-Benz die neueste ist. Und zwar mit dieser gebogenen Decke, den schwarzen Hörnern und ja, genau. Sesseln ist schön knallig. Und das ist der Bus, mit dem wir heute im Jahr 2006, also auf dem strengen Verlauf von 2006, unterwegs sein werden. Bus sowie Repaint, sowie die Maps sind natürlich wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde sagen, wir müssen jetzt schnell den Bus startklar machen, denn sonst haben wir eine leichte Verspätung. Mit Lenkrad sind wir wieder da. Genau, müssen wir uns schnell noch einloggen. Das ist die 999 Linie 23, Kurs 1 in Richtung Hauswaldstraße. Und genau, da müssen wir hin. Lichter an. Oh, was haben wir noch? Die anderen Lichter. Ja. Das soll passen. Linke ist da. Wenn wir uns zum Kalkranerplatz zur Startstation aufmachen. Ah, jetzt die Konkurrenz. Nein, das ist der 31er. Mit dem Bus möchte ich auch nochmal fahren. Aber ich habe mir gedacht, wir fahren jetzt wieder mal mit einem modernen zur Abwechslung. In der letzten Folge sind wir mit dem MAN unterwegs gewesen. Da muss da auch wieder was Moderneres her. So, wir haben die Startstation erreicht. Genau so. Das war der falsche Knopf, der hier. Senkt er sich automatisch ab. Und wir können gleich weiterfahren zur Kreigasse. Auch pünktlich weg. Um 10 sollten wir abfahren. Genau um 10 fahren wir ab. Erwischt. On Mars. Bisschen zu spät gebremst. Das geht schon. Genau, Anzeigen haben ein paar komische, aber sie funktionieren. Das ist ja einfach mal nichts Schlechtes. So sieht der Bus übrigens nochmal hinten aus. Sehr schickes Ding. Ich glaube, die Ampel blinkt schon. Das heißt, es geht gleich los. Wieder der falsche Knopf. Wir haben eine neue Tastatur bekommen und habe ich halt viel mehr Knöpfe jetzt zur Auswahl und da drücke ich immer auf die falschen. Ich habe jetzt mir die Finger ein bisschen schneller. Ich kann ja auch gleich mal eine neue Ankündigung machen. Ich hoffe, es geht sich aus dieses Wochenende. Aber ich schaue, dass ich dieses Wochenende zum ersten Mal OMSI 2 Livestreame bis zum fixen Datum. Habt ihr natürlich auch den Stream schon auf YouTube für die Benachrichtigungen. Ja. Und ihr kriegt dann regelmäßig in der YouTube-Community Fragen zu dem Stream, welchen Bus wir nehmen sollen, welche Karte wir nehmen sollen. Das könnt ihr alles hier entscheiden und dann legen wir los im Stream und dann fahren wir da ein paar Runden. Will eh noch keiner ausstellen. War keiner da, können wir durchfahren. Und dann sind wir auch schon beim Gewerbepark. Ups, das war ein bisschen weit, aber wir haben unseren ersten Ding, der aussteigen möchte. Weg. Dann kriegen wir das noch hin. Hat keiner gesehen.
So. 96B in Direkt die grüne Welle. Grüne Welle. Wieder da, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Sind wir da auf einmal für eine grüne Welle? Wir sind eine Minute zu früh. Ich beschleunige derzeit gerade komplett unrealistisch, aber mal gar nicht. Wahnsinn. Da wo es normalerweise immer, sind wir bis jetzt immer nur gestanden. Und heute flitzt man da durch. Sein. Hoppale, hoppale. Was ich noch zum Stream sagen wollte, verpasst den auf jeden Fall nicht, deshalb Kanal abonnieren, das Video liken. Und ja, da wäre ich euch sehr dankbar. Lenkrad verliert die Kontrolle. Er hält wieder. So. Blumengärten hier steht. Oder? Oder? 2 Minuten zu früh. Normalerweise würde ich nicht so, also würde ich jetzt noch warten. Aber ich hab's eilig. Ich muss noch schnell wohin. Deshalb drücke ich jetzt mal ein bisschen noch aufs Gas. Aber im nächsten Video bin ich dann natürlich wieder langsamer unterwegs. Also ich bin jetzt eh nicht so schnell unterwegs, aber ich warte halt nie in den Stationen, bis ich wirklich abfahren kann. Das ist halt dann wieder erst in der nächsten Folge. Oder im Livestream. Oder. Ups, bisschen zu scharf. In die Kurve gegangen. Bonjour. Na, erst habe ich ihn stark gemacht. Nicht klar, Ben. Aber jetzt sollen wir nach dem BMW da rauskommen. Wo, wo, wo. Oder? Und da wären wir. Jetzt sind wir sogar 30 Sekunden zu früh. Das ging. Okay. Und dann wären wir da vorne schon an der Station Hausfeldstraße. Feldstraße. Genau. So will es. Scharfe Kurve, sehr gut genommen. Und wir öffnen pünktlich die Türen. Also wollen wir das. Und da spazieren sie alle raus. So, das wär's jetzt mit dieser Folge um sie 2. Ich hoffe, euch hat's mal wieder gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Deshalb unbedingt den Kanal abonnieren, Like da lassen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.